So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Street Racing Syndicate und wir starten direkt mal dieses Rennen, weil wir brauchen Cash. Hey man, wanna step up and try and take me? Oh ja, das will ich. Yeah! VW schlage ich noch mit links. Gutes Bodykit übrigens. Geld eigentlich hier mit. Wäre nicht so toll, wenn wir das verlieren wollen. Sobald wir dann auf der sicheren Seite sind, gucken wir mal, dass wir immer so 2000 oder so rumliegen haben. Wäre vielleicht nicht schlecht. Er bleibt echt gut dran. Dass der Fokus beim Zurückschauen immer auf dem Weg ist. Nettes Detail. Von dem Race. Das sind wir noch knapp. Aber ich schaffe es. Aha. Wrecked! Besser aus mit dem Cash, so. Oh. Dann da noch. Wir können das scheinbar immer wieder wiederholen. Ich glaube, das ist nicht so, dass man das abschließt und dann... Dann ist das nicht mehr. Das wahrscheinlich nur mit manchen von den Rennen. Race me! Ich tue... Ich glaube, das wird wohl nicht sein. Frag mich, was diese Punkte bringen. Mach mal so. Step up, bro! See the finish line. I'll be waiting. Ja. Das sehen wir dann, wer da wartet. Naja, genießt du mal deinen Ruhm. Für diese 2 Sekunden nur in erster Position bist. Echt die ganze Zeit im Windschatten. Nachher mal gucken, ob wir das Rennen noch machen, was ich vorher
ganz am Anfang eigentlich fahren wollte. Das mit der Meisterschaft. Ich denke, das ist mal das Hauptziel. Das hier ist wahrscheinlich wirklich nur Rennen zum Geld machen. Das andere sind, glaube ich, die Respektrennen. Was hat dir diese Tafel da? Nicht unfair. Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Ich fänd's lustig, wenn sie noch so eingebaut hätten, wie sie dann am Schluss so richtig sad wären, weil sie so. Ja, das gewinne ich sowieso. Plus dann so. Nee. Nicht. Jetzt hier. Nochmal so. Guck jetzt mal nochmal. Können wir das einfach durchlaufen lassen oder was ist da genau? In dem Spiel ist auch echt fett. Haben sie richtig gut getroffen. Ich meine, das muss natürlich auch stehen in so einem Spiel, weil, ja. Was wäre schon ein Spiel ohne seinen Soundtrack? Okay, der fährt wahrscheinlich einfach so weiter. Ich hab doch den nicht gesehen. Er da von mir will, zur Garage gehen. Sieht viel zu viel Geld. Reichen. Ich komm jetzt mal rein. Wir waren ja eh schon da. So. Voll der professionelle Fotograf da. Okay, jetzt nehmen wir.
Wir machen das jetzt einfach. No risk, no fun. Wir müssen einfach gewinnen und dann... Ich meine, wir müssen ja ein bisschen Cash machen, von dem her. Müssen wir ein bisschen aufs Ruhe setzen. Alter, wie das blendet! Ich seh nix! Sieh mal an, wir sind jetzt vom illegalen Street Racer plötzlich zum professionellen Rennfahrer geworden. Ich find's cool, dass sie da so wie beides ein bisschen eingebaut haben. Dass du Street Racing machen kannst, aber auch so Anführungszeichen legales Racing. Aber ich glaube, wenn wir das so durchziehen, dann können wir eigentlich gar nicht verlieren. Boah, das hier erinnert mich voll was war das? Abflusspaneele oder so aus. Infos mit Underground 1, oh Gott. Das war so der Abfuck da. Einfach noch so, waren so noch klein und dann spielst du logischerweise noch so Spiele mit Tastatur und dann kannst du so richtig die Tastatur hacken und immer wieder auskorrigieren, dass du ja nicht so einen Pfosten triffst in dem 6-Runden-Rennen, weil sonst weißt du ja, ich darf das Ganze nochmal machen und es dauert wieder 3 Jahre. Oder immer diese schönen Ecken, wo man sich allgemein bei alten Spielen immer festgehangen hat, das war auch so legendär. Hat immer wieder für einen schönen Ausraster gesorgt. Ich drück da kurz aufs Nitro und dann fahren wir so 5 mph schneller. Hab ich nicht einen. Jetzt bin ich ruiniert. Ich muss keinen Fehler machen. Was ich vorhin wegen der Tastatur angesprochen habe. Das Spiel hier hat wirklich Controller-Support. Also ich spiele das gerade mit dem Xbox One Controller. Das funktioniert ohne Probleme. Bis auf das Steuerkreuz, das erkennt er nicht, aber den Rest erkennt er komplett. So. Dann bin ich wieder reich, yo. 2000 Cash, ich habe ihn ruin. Ich glaube, wir setzen wieder auf ihn. Ach, kann ich mit ihm auch noch wetten? Nee, kann ich. Schade, wenn ich mit allen wetten könnte, das wäre geil. Das wäre easy money, aber. Nochmal die gleiche Map? Ja, richtig die Mühe geben und das kleiner gemacht. Oh ja. Ja, wir ändern mal eine Kurve ab und dann verkaufen wir das als neuen Track. Hofft uns niemand ab, dass wir das so gemacht haben. Diese asoziale Kurve hier.
jetzt die Mauer aus. Ich werde gewinnen. Auch du mit deinem Supi kannst nichts dagegen ausrichten. Dann gucken wir da mal, dass wir nach der Meisterschaft mal den Wagen ein bisschen aufrüsten können. Mal fetten Turbo reinbauen oder so. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Geld so ist, so beim Durchspielen. Man, ja, viel Geld hat dann am Schluss oder wenig, weil wir wollen ja nicht den Eclipse für das ganze Let's Play fahren. Wir wollen ja dann auch mal was Neues noch haben. Oh shit. Das war nicht so toll. Dann, brauchen wir schon noch mal ein bisschen Geld, weil wir sind ja nicht billig. Sind ja auch nicht alle von Anfang an freigeschaltet. Dann gucken, wie man die freischaltet. Vorher gar nicht geguckt. Also mit der Wagenauswahl. Im ersten Part. Voll die fetten Flatscreen. Krass. Da muss Geld drin sein. Ja, das ist eine Rennstrecke und wir placen da mal 1000 Flatscreens hin, dass die Fahrer was haben, was sie ablenkt. Dann können wir Crashes provozieren und dann haben wir was, was wir der Presse melden können. Die Idee. Nein. Oh nee, ich habe nicht gewettet. Doof. Vergiss immer, dass man Space drücken muss, um zu wetten. Ich einfach annehmen kann. Mann. Wenn wir hier schon 3 Runden Rennen machen, dann ein bisschen Cash dafür auch gar nicht so schlecht. Ich glaube immer, dass ich nehme jetzt mal an, das ist das letzte Rennen von dieser Serie, weil sich das Serie hier mehr Rennen als 3 gemacht haben. Ich kann mich so nicht vorstellen, wie das blendet. Wo muss ich lang? Der Wagen hat echt gut Grip eigentlich so. Jetzt auf dieses bisschen Rutschen, was gut zu kontrollieren ist, da fährt er sich nicht sehr gut. Rutschen ist auch eher praktisch als sonst was, weil man kann es ja echt manchmal richtig gut nehmen. Lap 3 von 3. Ich hoffe, ich habe den Wagen nicht zu stark beschädigt über dieses Event. Aber ich glaube, es hält sich in Grenzen.
century revolution. 21st century revolution. Echt fürs Venien auch. Oh. Scheiß Sonne. Immer die alten Spiele mit ihren Let's Flare-Effekten. Viel zu übertrieben sind. Okay, wir haben Cash bekommen für das Gewinnen der Serie. Ha! Immer noch am Telefonieren, Alter. Das ist, muss ja eine echt schlimme Person sein, die da immer so. Immer anrufen. So. Sag, wir gehen mal kurz in die Garage. Und. Mal, was wir da machen. Hier ist ja nicht viel. Können wir vielleicht mal einen Teil einbauen? Performance. Was haben wir eigentlich nochmal den Auspuff? Lass da mal Sponsoren aufs Auto klatschen. Ist immer noch so schwer, wenn man nicht weiß, was man da noch sonst so alles einbaut und dann pack's erstmal da. Dann gucken wir dann weiter, wenn wir dann mehr Sponsoren haben. Guck jetzt nochmal kurz wegen Union Spoilers. Alter, nee, wie kann man denn sowas machen? Es ist so Panne, ein Spoiler, der einfach nur an einem Ort befestigt ist, in der Mitte, das ist einfach so. Ah. Wer kommt denn auf so Ideen? Das ist etwas, das will mir echt nicht in den Kopf gehen. So hässlich. Jo, viel Zeit übertreibt wieder komplett. West übertreibt wahrscheinlich auch. Oh Gott. Das ist so übertrieben. Ich würde jetzt gerne noch machen. Bodykette. Mach jetzt angucken, okay. Nee, jetzt ist wieder nicht dran. Ich werde zurückdrücke. Ah, es ist so verwirrend. Bei dem Spiel ist A ist annehmen, wie auch normal, aber X ist zurück und nicht B. Das ist. Oh. Nervenaufreibend. Ich immer verdrückt. Okay, gucken wir mal. Spoiler geht echt klar. Oh, diese Front. Bryce. Ich muss sagen, persönlich gefällt es mir echt nicht. Guck mal. Irgendwo. Mensch. Können wir den richtig runterlegen? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, der ging auch runter. Das geht runter, okay. Das ist super. Dann machen wir den nämlich nur tief und dann lassen wir das mit. Boah, Todesfeuer. Damit warten wir noch. Chronix, Brakes, Tires, Maple. Vielleicht mal den Spoiler-Ex. Irgendwas anderes. Was könnten wir denn? Hier. Das Problem ist, beim Eclipse
Man sieht alles, was so frei steht, ganz. Das sieht einfach so ein bisschen speziell aus, ich weiß nicht. Standard Swirler hat halt schon echt so seinen Stil auf dem Wagen. Swirler vielleicht. Sieht halt einfach ein bisschen bekloppt aus, wenn da kein Bodykit dran ist. Da würde ich sogar den lassen, um ehrlich zu sein. Weil der passt halt wirklich gut zum Bodykit. Front ist so ein bisschen mein Kriterium. Ja, wir machen mal Stock und lassen auch noch den Stock-Spoiler dran. Ich glaube, das ist das Beste. Komm, wir müssen mal was draufpacken, sonst machen wir es dann 3 Jahre nicht. Dann besser. Wir nehmen da den da. So. Wie teuer ist das Teil bitte? Jo, übertreibt halt. Nehmen wir auch was? Bringt mir weniger Topspeed. Voll. Ja, schön sein wie Kleide. Okay, dann machen wir mal das und dann sparen wir wieder ein bisschen, weil schon echt ein bisschen viel ausgegeben. Könnten wir noch gucken, ob wir irgendwie noch ein Video auf die Seite machen wollen, dass das nicht so blank aussieht halt. Flammen ist natürlich klassisch. Ricey. Vielleicht. Oh. Das gefällt mir. Sieht aber auch. Wir nehmen mal das hier. Wir können. Okay. Das verstehen wir da. Farbe ändern. Was nehmen wir denn hier? Schwarz? Nee, schwarz ist langweilig. Ich glaube, wir nehmen rot. Anderen Seite ist es jetzt. Ach so, ist das Set ist dann ja, auf der Motorhaube auch noch von dem. Das würde ich jetzt sogar weglassen persönlich. Da machen wir mal nicht. Ja, auf damit. Oder noch ein Chance? Ich glaube, da machen wir nichts. Vorerst. Seite. Sea West könnten wir mal noch packen. Sea West machen wir vorne hin, glaube ich. Ach du, Kate müssen wir noch. Das andere haben wir nämlich nicht gedoublet. Dann können wir auch. Ja, das ist der perfekte Ort, da würde ich auch. Ach nee. Ich will das denn gar nicht aktivieren. Jetzt ist
aber drauf. Was haben wir denn? Vitro-System haben wir. Olli, oder? Okay. Venom könnte man noch draufpacken und... Was? Ready haben wir noch was. Okay. Dann haben wir... Svention ist von... Boni, oder? Okay. Aber Venom... Ready und... Das machen wir sogar. Weiß das? Oder was? Ach, man kann die... Nee, man kann die Farbe auch so noch ändern. Ich würde die sogar persönlich wirklich größtenteils weiß und schwarz halten. Nur dann. Sollte man eigentlich machen. Dann machen wir. Oh. Dann haben wir noch Toni und Toni packen wir hier da. Nein. So, komm. Oh, ist schwarz. Da. Oh. Hä? Ist das jetzt wieder weg? Ist das für eine Verarsche? Ist das wieder... Auf der Seite ist alles. Auf der Seite ist nichts. Hä? Ich versteh's nicht. Mit diesem Spiegelsystem falsch. Ja. 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 Meine Fresse, ey. Weil das doppelt macht. Ja, toll, wenn das jetzt funktionieren würde. So, hat's jetzt funktioniert? Okay, jetzt. Gut. So. Dann, hätte ich gesagt, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Street Racing Syndicate und ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen. Und, bis dann, Leute. Ciao.